Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit längerem mal wieder. Wir spielen heute Train Simulator 2021. Wir befinden uns heute auf der Karte Wutachtalbahn, also Speicher Wutachtalbahn, von Lauchringen, von Immendingen bis nach Lauchringen. Selbst erstellten Szenario von mir mit Ansage, mit eigenen Ansage, die allerdings nicht von mir sind, also es ist nicht meine Stimme, die da zu hören ist, sondern die hat mir netterweise ein Kumpel eingesprochen. Dazu sage ich aber gleich noch mehr, wenn wir abgefahren sind und wenn wir halt über die erste Ansage gefahren sind, weil die erste Ansage ausgelöst hat. Wir fahren heute mit einer Doppeltraktion bei 6,40 ja, wenn man die standardmäßig kauft, ist die DB-Regio-Lackierung. Dazu später auch nochmal was, was die Lackierung betrifft. Ja, jetzt füllen wir die Federspeicherbremse. Und dann können wir auch schon die Tür schließen und abfahren. Und dann geht's auch schon los. Ja, die Strecke hier ist allerdings auch nicht mehr auf dem Normalzustand. Also, die haben sie umgebaut. Ich habe unter anderem die Geschwindigkeit hochgesetzt. War auf 40 und 80 teilweise. Die habe ich noch nicht jetzt auf 120. Dann habe ich mir Signale gekauft, also Fliegensignale, Funksignale, PS-Signale ausgetauscht. Und ja, die haben wir auf den Gegenlesfahrt, weil das dann also die Lesfahrt ist, weil ich mir das zeigen. Wir sind hier, wir müssen hier ab, zweiten Jahr ab, das geht halt nur über das Gegengleis. Und jetzt nicht noch das Gleise, weil es nur die andere. Das Team der DB Regio begrüßt alle Fahrgäste recht herzlich auf unserer Fahrt von Immendingen über Blumenberg-Zollhaus 14 Weizen nach Lauchringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Blumenberg-Zollhaus. Wir wünschen allen Fahrgästen jetzt noch eine angenehme Fahrt. Ja, da war auch schon die erste Ansage. Wie gesagt, das hat mir ein Kumpel eingesprochen. Und das kam halt so, dass ich ein Szenario gebaut war und er halt gesagt hat, ich bleibe wieder klar, bei dem. Was machen? Dann ist er vorbeigekommen, hat sich das halt ein bisschen angeguckt und hat dann so gefragt, yo, kann ich mich auch irgendwie nicht daran beteiligen? Da habe ich gesagt, yo, kannst du, gib mir halt einfach mal deine Stimme für die Ansagen. Und als das Szenario fertig war, haben wir dann die Ansagen angesprochen, die Ansagen eingefügt. Was man auch noch dazu sagen muss, die Ansagen sind nicht reinweg seine Stimme. Zum Beispiel der Gong oder nächster Halt oder so, haben wir die Audiodatei, also haben wir Audioschnipsel aus dem YouTube-Video genommen, wo Ansagen von der Nordwestbahn zu hören sind und haben von da dann halt nächster Halt oder Aufstieg und Fahrt genommen. Das Einzige, was man von ihnen halt hört, ist hier die Stationenansage. Ja, wir sind das Szenario auch mehr nach Probe gefahren. Dass man das ganze Gäste mit der Ansage funktionieren und als das dann nicht der Kontakt zu mir kommt, nehme ich mal auf die Sprache, ja, damit ich das einfach noch zeige. Was ist auch noch wichtig ist, wir fahren nicht als Regionalbahn, sondern als Regionalexpress, heißt, wir fahren jetzt auf dem Streckenabschnitt bis in Blumenberg-Zollhaus an der Flugstation vorbei.
mit 120 und halten dann das erste Mal wieder in den Zoll aus, wo ich auch das erste Mal tatsächlich was verändert habe. Also was das Signal und so angeht. Und ich habe vorhin erwähnt, dass ich mit der Baureihe 640, also die 500 Megawatt, dass ich mit dem Tankfilter gelabert habe. Und zwar haben auf Instagram jemanden gesehen, dass die Menschen die Tankfilter. Die habe ich mal angeschrieben und mal gefragt, ob die mir einen Paint für den 640, den wir gerade fahren, machen können. Und zwar NKW. Also NKW ist halt in der Kreisbahn. Die fahren hier bei mir. Und die fahren in der Regel, also soweit ich das jetzt weiß, fahren die nur Güterverkehr und kein Personenverkehr. Und dann habe ich mir halt zwei Fotos geschickt und ihm halt gefragt, yo, kannst du mir was mit Paint machen? Und er sagte, so, ja klar, kann ich dir machen. Das ist schon eine Bearbeitung, das schickt er mir dann zu. Und ich bin dann halt schon vielen herzlichen Dank im Voraus, und ich habe die Paint will, dass ich mir das mit Paint gemacht habe. Ja, und dann bin ich jetzt erstmal ruhig. Ich bin in der Kellerfilm und dann melde ich mich.
Ja, da melde ich mich schon wieder. Und zwar war da in der Terminal 6, was mich quasi zwingt, auf 50 km runterzugehen. Das brauche ich aber nicht machen, auch das eine 7,5 hier drauf zählt nicht. Das habe ich nur nicht entfernt, weil hier die gesamte Strecke, die habe ich ja auf 120. Und hier schon die ersten Neuerungen. Nächster Halt. Blumenberg Zollhaus. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Geil, jetzt habe ich vorhin die Ansage reingequatscht, aber egal. Ja, hier habe ich halt die Flügelsignale, die NKS-Signale getauscht, Signale eingefügt, wo gar keine war, zum Beispiel das Einfahrsignal in diese Richtung gar nicht. Und hier unten die 500 Tafeln eingefügt, die waren vorher auch nicht. Genauso wie die Haltetafeln hier. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu doll in die Aufnahme reingequatscht. In die Ansage reingequatscht, sodass man das noch hört. Hoffentlich einfach mal. So, A voll zu, also halt die Doppelstation. Und dann halten wir an, öffnen die Türen und damit stehen wir im Blumenberg Zollhaus. Diesmal habe ich sogar ein paar Meter vor der Harttafel angehalten. Bei der Probeaufnahme bin ich dezent einen halben Meter über die Harttafel geschossen, das war auch nicht so lustig. Was mir gerade auffällt, ich habe voll vergessen, hier das FIS einzustellen. Was aber nicht so schlimm ist, weil für diese Strecke gibt es keine Zugziele. Von dem her ist das nicht so schlimm. Und ja, dann dürfen wir auch schon weiterfahren. Korrekt. Gut, dann Hebel nach vorne und Abfahrt. Gut, das war Blumenberg Zollhaus. Und dann melde ich wieder auf die Leitung.
Nächster Halt. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sind wir schon im 14 angekommen. Hier habe ich auch wieder Signale eingebaut. Jetzt gleich mal bitte nicht hindern. Er jetzt sagt mir HP0, ich fahre trotzdem rüber. Das Signal funktioniert einfach noch nicht. Ja. So, jetzt sind wir hier im 14, dann halten wir hier an. So, und dann öffnen wir auch schon die Türen. So, jetzt stehen wir hier noch kurz, bis wir hier wieder abfahren dürfen. Was hier halt auch auffällt, so nur die drei Türen gehen auf, die gehen irgendwie nicht mehr auf. Und die an meinem Zugang gehen, whatever, warum auch immer, auch nicht auf, aber egal. So, dann dürfen wir jetzt auch gleich abfahren. Ich habe das Szenario als Standard-Szenario gemacht. Das heißt, man hat wirklich nur eine Uhrzeit bei der Abfahrt, im Hauptbahnhof. Und dann habe ich noch in Laufungen eine Abfahrtszeit. Alles dazwischen hat keine Ankunft und keine Abfahrtszeit. Was hier halt aufhört, du sollst planen um 13:02 ankommen und um 13:07 abfahren. Die 40 geht hier übrigens auch nicht. Hat halt den Hintergrund, dass die bei den anderen Stationen, die in der verlassenen Kitzen und Weizen, was wir jetzt als nächstes anfangen werden, da du da keine Ankunft und keine Abfahrtszeit hast, soll es 13:02, 13:07 dir ein bisschen Puffer geben, dass du genügend Zeit hast zum Ankommen, zum Wenden und wieder zum Zurückfahren. So, und jetzt würde ich sagen, bin ich hier leise und dann hören wir uns einen Beizug. Ja moin, das war der falsche Taster. Das war der falsche Knopf auf der Tastatur. Ich bin auf S gekommen und mit S verlinke ich den Richtungswender. Und dadurch, dass ich den Richtungswender jetzt noch kurz und neutral verlegt habe, habe ich mal eben kurz den 20 Euro gehalten. Kann mal passieren, ne?
13. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, da sind wir schon im Weizen, wie man da links auch sieht, steht da auch schon ein Gegenzug. Und wie man auch gesehen hat, an dem gelben Licht, also dass wir uns ein bisschen auskennen, fahren wir auf ein HP0 zu. Da ist der Fenster noch her, da wird es gleich leuchten. Zack. Ist mir in der Probeaufnahme auch schon so passiert, dass das Signal einfach in die Fahrt umgesprungen ist. Woran es jetzt genau liegt, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Muss ich dann nochmal gucken. Aber ja, ich würde einfach sagen, halten wir hier erstmal ein bisschen an. Also die Türen vorwählen. Halten wir das an. Geben die Türen einmal frei, gucken, dass die Türen freigegeben sind, da sind sie, machen wir schnell ein paar Screenshots. Okay, die sind irgendwie nur beim Hinteren komplett freigegeben, beim Vorderen ist irgendwie nur eine Tür frei, auch gut. Da soll ich dann auch reichen mit den Screenshots. Oh, wir haben gleich Abfahrt. Das heißt, wir gucken jetzt schon mal raus, jetzt haben wir Abfahrt, schließen die Türen und fahren ab. Ich frage mal auf den Fernseher, die Linie zu mir vorne hat seine Signal verweigert. Wo auch verweigert ist mir aber relativ wumpe, weil die Weiche liegt richtig. Das heißt, wir ziehen jetzt mit dem Kritis drüber. Da läuft er auf. Wir müssen jetzt noch warten, bis wir aus der 85er Wechselblinkung. Also 500 Hertz Überwachung mit Wechselblinken raus sind, das sind wir jetzt. Und jetzt können wir hochbeschleunigen auf unsere Geschwindigkeit. Hätte ich in der Überwachung hochbeschleunigt und mit über 25 km/h gekommen, hätte ich zwangsläufig. Gut, damit wäre das hier auch erledigt. Und dann ist die Anhaltestelle wieder.
was man noch dazu sagen muss, hier jetzt in diesem Streckenabschnitt sieht man da rechts schon wieder einen LF6, was ich gerade kopiert habe. Da steht 80 km/h drauf. Ja, das stimmt zwar, dass ich die Geschwindigkeit erstmal nur auf 80 heraufgesetzt habe, aber das war vorher so, dass du 40 gefahren bist und jedes Mal, wenn die Bahnübergang gekommen ist, musstest du runter auf 20 km/h, auf 40 km/h, auf 20 km/h, auf 40 km/h. Und das war schon echt hart nervig. Deswegen habe ich gesagt, komm, scheißegal, setze die Geschwindigkeit drauf auf 80. Der Umbau, mein eigener Umbau von der Strecke ist halt noch nicht fertig, weil die Geschwindigkeit halt im Endeffekt auch auf 100 oder 120 draufsetzen. Muss ich mal gucken. Und ja, das war es ja schon, was ich dazu sagen wollte. Und dann hören wir uns jetzt wirklich im Laufen das nächste Mal wieder.
Nächster Halt. Lauchringen. Dieser Zug endet dort. Alle Fahrgäste werden gebeten, auszusteigen. Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns, Sie bald wieder in einem Zug der DB Regio begrüßen zu dürfen. Zu Ihren weiteren Anschlüssen beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsageanzeige der Karten am Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, da sind wir schon im Laufenden angekommen. Wie man sieht, hier rechts steht noch ein 643er in der Abstellung abgestellt. Ja. So, das war die Strecke. Einmal hin. Im zweiten Teil fahre ich die Strecke wieder zurück. Halt einfach so auf Zweiteiler. Und ein bisschen nachhelfen am Bremsen. Alter, die ganze Fahrt habe ich mich kein einziges Mal verbremst und jetzt verbremse ich mich. Aber egal. Ja, das war's damit auch schon mit diesem kleinen Szenario, das wir selber erstellen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn du abonnierst und die Glocke aktivierst. Bedanke ich mich hier nochmal ausdrücklich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.